Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Extreme Challenge in Rayman Legends. Und ja, es geht mal wieder den Turm hinauf. Und unsere Aufgabe sind 1100 Meter, was beim Turm ohne Ende natürlich ewig dauert. Kann man nichts anderes so sagen. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, also Gold heute zum Erreichen ist gar nicht so trivial. Am Anfang ist es hier das typische Hin- und Hergespringen. Es gibt eigentlich keine großartigen Herausforderungen. Aber nachher zieht es dann so bei 1000 oder bei 900 Meter zieht es dann deutlich an. Und es kommen einige blöde Kombinationen, die dann doch ziemlich herausfordernd sind. Aber auch mit zweimal Üben oder so schafft man die trotzdem. Okay, wir gehen hoch. Hier einmal durch die Wand. Rüber 200 Meter sind schon geschafft. Hier auch wieder der normale Wechsel, eigentlich keine große Herausforderung. Also für eine Extreme Challenge ist es doch recht einfach noch hier am Anfang. Normalerweise ist ja eine Extreme Challenge immer so, dass am Anfang schon das Schwierigkeitsgrad sehr angezogen ist. Hier verklicke ich mich dann, Gott sei Dank kommt der Bumper noch in die richtige Richtung. Ja, auch das kann mal passieren. Natürlich genau den Take wollte ich jetzt hier, habe ich jetzt hier genommen, mischt. Gut, hier weiter rüber, die Kombination kennen wir alle schon. Also von den neuen Sachen her sind eigentlich keine, erst bei 1000 Metern oder so, kommen ein paar Sachen, die sind nicht ganz so nett. So, wir haben die 500 Meter Pause. Können wir uns, also die Pausen sollte man hier auch ein bisschen dann dafür nutzen, da, ja, also mir ging es zwischendurch schon so, dass ich da einmal kurz durchatmen musste, gerade in den Pausen, und sagen musste, okay, konzentrieren wir uns nochmal. Hier der Wechsel, und wir haben schon die Hälfte geschafft. Auf den Bumper, auf den Rand, auch alles kein Ding. Ja, auch wieder der Wechsel. Wir achten einfach, also die grundsätzliche Taktik bei Turm ohne Ende ist einfach immer, wir schnappen uns die violetten Looms, da die eigentlich immer recht gut ansagen, wie man springen muss, wohin man springen muss und wie man am besten durchkommt, und dann sollte das alles gar kein Problem sein. Hier auch, hier ist nur im Prinzip die Wand da dazwischen, aber auch kein großes Problem, also... So, die nächste Pause, die 800 Meter Pause, jetzt wird es ein klein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben hier noch die normalen Wechsel, Gott sei Dank. Es geht gleich weiter, gleich einen Sprung rüber, noch einen Sprung rüber. Und wir müssen einfach ein bisschen mehr tun. So, hier rüber, rüber, am Ring abspringen, rüber, auf den Bumper und weiter nach oben. So, die Ranken, die hier waren, sind eigentlich nur Ablenkung. Die sollen einem so ein bisschen den Blick versperren. Deswegen auch hier wieder komplett auf die Looms, schnell weiter über die Ringe. Und ja, ging eigentlich auch noch. Hier ganz schnelle Wechsel, aber nicht zu schnell, dass wir nicht abrutschen. So, kurz hier hoch. Und schon haben wir eigentlich Gold geschafft. Das war die Grenze. Genau, hier auch wieder der schnelle Wechsel, kennen wir noch von gerade eben. Jetzt hier durch die Wand, Wechsel, durch die Wand und gleich springen. So, hier das gleiche wieder und nochmal 1, 2, Schlag, 1, Schlag, rüber. So, und hier, na, geht noch. Ich dachte, das wäre es schon gewesen, nee, hier hat es mich dann verspult. Ja! Also es war schon recht früh heute gemacht, aber ihr seht, es ist durchaus machbar, heute Gold zu machen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zur nächsten Daily Extreme Challenge oder Daily Challenge. Bis dann!